Willkommen zurück zu Outlast Whistleblow. Wir sind dem Eddie Gluskin, dem Bräutigam, nochmal von der Kippe gesprungen, von der Kante gedönert. Und jetzt sind wir hier. Anscheinend sind wir nicht die Einzigen. Ah, ein Swatty. Der Träger, der Doktore. Ja, sag das nicht so laut. So. Und ich vermute, dem SWAT-Team dürfen wir nicht zu nahe kommen, denn ich denke wahrscheinlich, wir wären auch Teil des Volkes hier und deshalb. Ja, seht ihr, die schießen auf alles, was sich bewegt. Wir bewegen uns eben auch. Eine, achte, hallo, na? Komische Leute. Wir nehmen erstmal die achte. Von Helen Grant an Group 8416 at Murkoff Corporation Luzern. An, bitte, Rudolf Wörnickes Ausstieg. Sehr geehrte Herren, der Grundstein wurde gelegt. Es ist Freitagabend. Um einen ereignislosen Austritt von Rudolf Wörnicke aus den tragenden und finanziellen Systemen von Mount Massive zu gewährleisten. Sein fortgeschrittenes Alter sollte allen möglichen Verdächtigungen unter den Vertragsarbeitern und den Angestellten entgegenwirken, welche ihn meterweise mit dem Spitznamen der Gruftwächter belegt haben. Und juristisch gesehen starb er vor Jahren. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung des Patienten bereits geplant. Wir alle sind schrecklich aufgeregt über das offensichtliche Profitpotenzial des neuen Projektes. Meine Wissenschaftler haben Wörnickes Unterlagen durchforstet und fanden keinen Hinweis auf die drei luziden Träumer. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Wörnicke durch den teilweisen Erfolg mit seinem Patienten Billy Hope, der frühere Wallrider, der momentane, und seiner eigenen Gebrechlichkeit so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war, um die tatsächliche Entdeckung zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung dieser Ressource ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass die neuen Anlagen gründlich genug abgeschirmt ist, um Frauen zuzulassen, so dass ich zukünftige Resultate mit meinen eigenen Augen sehen kann. Respektvoll, Helen Grant, Murkoff, Abteilung für juristische Schadensbegrenzung. Alle hier. Nur Profitgier und... Ne. So, wo geht's jetzt hier weiter? Wo geht's jetzt hier raus? Wo geht's jetzt hier weiter? Wo geht's jetzt hier raus? Aha, kann ich da hoch? Nö. Gut, da kann ich überhaupt nicht mehr springen, der gute alte. Komm hier. Wo muss ich durch? Wo muss ich durch? Wo muss ich durch? Tün, 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 tün. Tün, tün. Ah, duckenheißige Wiese. Schön. Wir haben auch genügend Batterien. So, gut, die kommen uns ja eh nicht nach. Die verfolgen uns nicht. Wir müssen trotzdem schauen, dass wir bald mal rauskommen. Na du, dich vermisst auch keine Sau. Hier geht's auch nicht weiter. Gut, dann gehen wir ganz sicher hier lang. Es kommt uns kein Fetzo entgegen, es kommt uns kein Frank entgegen. So schön kann das Leben sein. Die Kirche brennt immer noch. Oder Kirche, je nachdem.
Hallo? Es ist so einsam hier. Gut, kann ich ja froh sein. So, wir rennen mal ein bisschen durch. Okay, ich glaube, das war nicht das SWAT-Team, oder? Ich glaube, das war jemand ganz anderes. Sie alles verriegelt. Schöne melancholische Musik. Sie würde mich echt nicht wundern, wenn hier plötzlich der Fetzo kommt. Würde mich gar nicht wundern. Eine Akte. Transferautorisation für die drei Patienten von Murkoff Psychiatric Systems. Mount Massive. Nach Murkoff RD-Zeichner Einrichtung. Warnung. Level Triple Schwarz. Sicherheitsprotokoll. Inklusive chemischer Fixierung, physischer Fixierung und separater adaptiver Überdruckkammer sind für die gesamte Dauer des Transfers zu benutzen. Chemische Stimulierung für alles Personal innerhalb von 500 Metern zu den Patienten ist nachdrücklich empfohlen. Entschuldigung, Spucke verschluckt. Kommunikationsversuche sollte als Halluzination angesehen und ignoriert werden. Gesichtsentstellungen sollten nicht als Zeichen von Verlust der Wahrnehmungsschärfe angesehen werden. Sie sind physisch blind, aber nicht unsehend. Anmerkung: Sicherheitsanfrage für Projekt Wallride ist nicht gültig für Informationen über die Patienten, da, 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 und da, da, da. Erstens, eine Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben und ein dementsprechendes Protokoll eingerichtet werden. Um was geht's hier? Wer ist hier? Wer schleicht hier herum? Der Fetzo? Ist der Fetzo irgendwo? Ist einfach zu ruhig hier. Man kann viel zu viele Zimmer reingehen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn plötzlich der Fetzo hinter uns stehen würde. Ich würde mich überhaupt nicht wundern. Hallo? Hallo? Hier ist alles verbarrikadiert. Kein Schwein da. Ist das gut oder schlecht? Okay, ich denke mal, wir sind alleine. Alles verbammelt hier. Hier geht's auch nicht weiter. Nein, alles zu, alles zu, alles zu. Okay, wir gehen mal runter. Runter, 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 runter. Keller, ist der betretbar? Nö, verbarrikadiert zum Glück. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass der Kannibale noch da ist. So. Halt die Fresse. Hier ist nichts mehr. Ach, du willst einen Deal machen, hä? Du willst also einen Deal machen. Ich soll dir helfen, hä? Hä? So ehrlich bist du ja, genau, du hast mich ja nie versucht zu töten. Aber leider müssen wir ihm helfen. Und jetzt überleben wir es wenigstens, ja. Aber fragt sich noch, ob der noch kommt. Yes! Und wie ihr sicher wisst, ist ja Mike Abschur, der neue Wallrider. So!
Da hast du dein Vertrauen, du Sackarsch. Na? Wo ist er denn? Wo ist er denn? So komm, steh doch bitte auf. Wir haben es überlebt, wir haben es geschafft. Ja, so sieht das aus. So sieht das aus. Na, Boss? Selbst schuld, du Sackarsch. Gut, hier wird nichts mehr gefilmt. Wir gehen mal nach draußen. Es ist Tag und wir können endlich gehen. Das SWAT-Team, sind das SWAT-Team oder was sind das eigentlich? Keine Ahnung. Mercs. Mercs? Keine Ahnung. Gut, wir gehen Richtung Ausgang. Dem wohlverdienten Rettungswagen entgegen, der Rettung entgegen. Mount Massive. Hoffe, ich muss nie mehr hierher kommen. Außer es gibt einen zweiten Teil. Die Macher haben zwar gesagt, es gibt dann kein Murkoff, kein Mount Massive mehr, aber vielleicht ja doch. Okay, wir steigen erstmal ein und begeben uns in Sicherheit. Was passiert denn da? Wallrider. Der Wallrider kommt. Mike Abschuh kommt. Seht ihr es? Es ist Mike Abschuh als neuer Wallrider. Bitte, lass uns nur weggehen. Bitte. Wir wollen nur noch weg. Wir wollen nur noch weg. Ja. Horror ist beendet. Ich würde mal sagen, ja. So, das war Outlast, der Download Content Whistleblower. Nach dem Angelet Blade mit Facecam, das bei euch danke nochmal, so gut ankam. Habe jetzt das mal kurz durchgespielt. Ich glaube, es gab nicht mehr als 6 Parts. Nach dem wirklich enttäuschenden The Evil bis hin, war das jetzt ein Spiel, das ich kannte und mir sehr viel Spaß gemacht hat. Sehr viel Spaß. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Outlast ist das Horrorspiel der letzten Jahre und hat mir wirklich sehr gefallen. Gut, als nächstes kommt Alien Isolation, habe ich mir vorgenommen. Und ich denke, bei Evil Within habe ich jetzt so gemacht, dass ich die letzten Parts, als ich jetzt Outlast davor geschoben habe, dass ich nicht lange gewartet habe, bis Evil Within fertig war. Und so wie ich die Klicks schon sehe bei Outlast Whistleblower mit Facecam, sehe ich, dass es euch sehr gefällt. Das freut mich sehr.
Ich habe es nicht blind let's played, aber ich habe viel. Ich habe das damals irgendwie in 2-3 Stunden durchgezockt und wusste dementsprechend nicht mehr allzu viel, nur noch die Schlüsselmomente. Aber es ist wirklich. Es war wirklich gut, denn ich habe das meiste habe ich nachts gespielt. Ihr seht ja, es ist dunkel, auch draußen. Wie gesagt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch dass ihr jetzt mal meine Reaktion seht, denn ihr habt viel schon Anfragen bekommen in letzter Zeit, ob ich nicht mal mit Facecam spielen möchte. Zeit der Aufnahme ist 2015 und in diesem Jahr werden viele Projekte kommen, auf die ich mich sehr freue. Neue Spiele, die ich nicht kenne, Blindspiele, aber natürlich sehr viele, die ich kenne, aus über 20 Jahren Videospielgeschichte, ja. Und deshalb sage ich, also ich sage noch nicht auf Wiedersehen, aber ich sage ganz sicher, wenn es bei euch so gut ankommt wie das Angelet Blade und jetzt der erste Part von diesem Let's Play, dann werde ich ganz sicher mehr mit Facecam machen. Ich bin zwar einer, der überhaupt nicht Facecam-Fan ist, denn ich finde, ich will nicht ich euch zeigen, sondern das Spiel. Ich bin nicht so, dass ich jetzt jedes Spiel. Es macht Spaß, es macht wirklich Spaß, mit Facecam zu arbeiten. Bei Outlast hätte ich schon eigentlich ganz ehrlich gesagt eine Facecam gewünscht, aber ich wollte eigentlich nicht mit Facecam arbeiten, dafür haben wir mit Filmschnipsel gearbeitet. Aber jetzt mit Facecam natürlich perfekt, um meine Emotionen festzuhalten und. Wie gesagt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Facecam auch. Outlast, wahnsinnig gutes Spiel, krank wie nix. Es gibt ein paar kleine Verbesserungsvorschläge, die ich hätte, zum Beispiel, dass man sich irgendwie ein kleines bisschen wehren könnte. Es ist natürlich nicht so, dass man sich mit Schusswaffen wehren müsste, es soll kein Shooter werden, um Gottes Willen nicht. Aber irgendwie, dass man sich ganz irgendwie jemanden wegschubsen könnte oder mit einem kurzen Holz nehmen und eins über die Rübe pfeffern könnte. Das wären so Dinge, die ich persönlich gerne sehen und machen würde im Spiel. Also, das war Outlast Whistleblower mit Facecam. Ich danke, dass ihr dran geblieben seid, dass es euch gefällt, wenn es auch das Let's Play gefallen hat und sowieso der Part und alles da. Dann gebt bitte Daumen, 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 Daumen hoch. Abonnieren, wenn ihr noch nicht habt und viel mehr von mir sehen wollt, also nichts verpassen wollt. Ihr werdet das ganz sicher nicht bereuen. Ja, in dem Sinne, ich kann auch nichts mehr sagen, außer wir sehen uns in einem der anderen Let's Plays wieder. Bis denne und tschüss!